Hallo meine Lieben, heute geht es mit dem Sternzeichen Widder. Mein Sohn ist Widder, deswegen ist das für mich eine besondere Zeichen, das ist Feuerzeichnen. Und wie, wenn ihr meine andere Video gesehen habt, wir fangen immer mit dem Format an. Es könnte groß, klein sein. Wichtig ist, dass wir, wenn wir anfangen zu zeichnen, dass wir ein bisschen über die Komposition nachdenken. Wie werde ich das Ganze aufbauen? Hier sehen wir unten rechts ist das dieses Symbol von Sternzeichen Widder. Und ich habe mich entschieden, bei Widder zeichne ich nur einen Kopf mit diesen wunderbaren Hörnern. Kopf ist ziemlich mittig und wir brauchen nur kleine Skizze, wo könnte das ungefähr aussehen, wo könnte das Kopf sein. Eine Regel in Komposition, oben lassen wir immer ein bisschen wenig Platz, unten ein bisschen mehr, damit das Eingang im Bild entsteht. Das heißt, wir machen es so, der Kopf von Widder, das ist, wenn man so gesamt auf das Bild guckt, das könnte man das Ganze hier in so einen Kreis einpacken. Ja? Das heißt, ich zeichne hier so einen Kreis und der ist ein bisschen zu dieser Seite versetzt, weil da kommt dann hier so große Horn. Und das ist das erste ganz einfache Sache, was ich mache, das ist hier so ein Kreis. Und hier unten wird das Element von Sternzeichen wieder sein. Das ist so wie eine, ja, das sind auch so wie zwei Hörner. Links und rechts, das ist dieses Symbol von Sternzeichen. Jedes Sternzeichen hat ein Symbol. Das ist auch die Sprache für sich, das ist Symbol von Sternzeichen Widder. Und hier wird mein Horn sein und dann würde ich sagen, okay, der Kopf von Widder sieht, so hat die Form, das ist so wie ein Dreieck. Hier beim Kreis haben wir die Linie so, die nach außen geht und hier bei Dreieck machen wir einfach eine Linie, die ein bisschen so, hier das so ein bisschen schneidet. Hier haben wir, nehmen wir die, den Kreis mit. Und dann machen wir eine Linie so. Das heißt, wir haben hier so wie ein Dreieck mit runde Ecke. Hier lassen wir das alles offen, weil ihr werdet sehen, der Rest machen wir mit der Farbe. Was er auch für euch machen kann, könnt, damit es einfacher wird, dass es so ein bisschen eindeuten, okay, hier kommt ein Horn und dann daneben der zweite. Und man könnte das auch machen, dass der Horn, der geht so wie bei diesem Kreis, nur ein bisschen, der geht ein bisschen weiter. Das wird hier so ein großer Horn von Widder sein und der Rest ergibt sich von alleine. Es könnte sein, dass die Zeichnung sich ein bisschen ändert, wenn ihr zu viel gezeichnet habt oder die Hilfslinien entstanden sind. Das könnte man gleich wegradieren und wenn wir diese Radiergummireste wegwischen, dann bitte nicht mit Hand, sondern mit dem Küchenroller. So ist unsere Skizze fertig und dann nehmen wir unsere Farbe, das ist flüssige Acrylfarbe. Ihr könnt auch Tusche nehmen. Wichtig ist, dass die Tusche nicht wasservermalbar ist, ja, weil es gibt zwei Arten von Tusche. Wir sollten etwas haben, was nach dem Trocknen richtig nicht wasservermalbar ist. Was machen wir jetzt? Wir setzen ein paar Punkte, paar dicke Punkte an unsere Zeichnung, wo wir denken, dann, wenn wir das da pusten, das könnte was Schönes entstehen und eventuell da auch eins. Und ich würde sagen, auch hier könnte auch ein Punkt sein. Mehr ist das nicht. Und das ist hier so eine Pustermethode. Dann nehmen wir Stromheim und wir pusten das und wir gucken, was da entsteht. So, wir gehen dann so. Solche Linien könnt ihr wirklich nicht mit dem Pinsel vorzeichnen. Die entstehen praktisch von diesen Pusten. Und sie haben eine sehr schöne Struktur, bilden sie ein Bild. Und nachdem sie da so ein bisschen gepustet haben, könnte man sehen, okay, wie könnte ich dann weiter das Ganze vervollständigen? Wenn sie noch nicht so weit mit ganzen Zeichnungen sind, da können sie dann auch mit Bleistift in den Kopf genauso. Wir haben das auch schon der Steinbock gezeichnet und bei der Löwe, da habe ich gesagt, wir können so ein bisschen die Platzierung von den Augen machen. Das ist ungefähr in die Mitte von Gesicht.
dass sie ungefähr wissen und dann in unteren Teil von Gesichtern kommen die Nasenlöcher, dass man ungefähr weiß, okay, da sind die Augen, da ist die Nase, damit das proportional dann passt und stimmt. Danach nehme ich meine dünne Pinsel und ein Tropfen von der Farbe auf meine Palette. Ich mache die ganze Konturen mit meiner Acrylfarbe, Acrylfarbe flüssig. Und dann gucke ich, wie haben wir das gezeichnet. Hier kommt der Kopf wieder. Und hier oben drauf ist das Horn, ein Horn. Und diesen Horn, das ist praktisch ein Horn, ist das so gedreht in diese Richtung. Das können wir das hier auch weiter so machen. Das ist hier super entstanden, alles hier, so tolle Linie. So, die können wir dann nach unten. Das ist so ein Horn und der andere, der geht hier von oben, dreht sich hier so. Und von dieser Seite sehen wir praktisch die zweite Teil von Horn. Das können wir dann selber dann dazu zeichnen. Das habe ich extra da keine Tusche genommen, weil das ist hier so wirklich so ein bisschen feinere Sache. Das ist hier so diese Drehung, dass der Horn sich da so reindreht. Und jetzt nur mit Spitze von Pinsel machen wir eine dünne Linie. Wir betonen, wo kommt das Gesicht von wieder. Und hier die Nasenlöcher können wir ein bisschen dicker machen. Zwei Punkte. Unten nochmal dünne Linie. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann hier auch den Hals von wieder machen. Und wie gesagt, das ist der Feuerzeichnen. Da, wenn man wollte, könnte man auch ein paar Feuerelementen machen. Das habe ich jetzt Bock, mache ich hier. Wie macht man das? Das ist einfach so ein bisschen Punkt setzen und mit zittriger Hand ein bisschen die Linien so führen, dass das hier so wie Flamme entsteht. Und dann betonen wir das, dass das hier Feuerzeichen ist. So zwei, drei Feuerflammen kann man dazu zeichnen. Und natürlich die Augen nicht vergessen. Punkt. Und noch ein Punkt. Und bei Hörner würde ich euch auch noch vorschlagen, dass es hier so diese Drehung, dass es hier hatte sich so die Farbe so geflossen, dass wir diese Drehung haben. Das können wir das nochmal so betonen. So. Und dann hier noch ein paar, hier haben wir das schon, diese Drehung, noch ein paar Linien dazu machen, damit wir diese Struktur von Hörner von wieder nochmal betonen. Ja, und wie ihr seht, wir benutzen das, was entstanden ist. Wir arbeiten das so rein in Bild und dann entsteht eine tolle Grafik, die man halt die Natur hilft mit. Und hier bei den Hörnern machen wir auch wieder die Striche, diese Rundung hier dann auch. Und so ist dann unsere Zeichnung fertig. Diese Flamme, wenn man so sieht, das ist fast wie die Beinchen vorne entstanden, auch sehr interessant. Dann mache ich meine Element von wieder. Punkt setzen, rausziehen, bisschen drücken und nach unten dünne Linie setzen. Und so könnte man von unten ohne Druck, dünnen Strich, hier oben bisschen drücken. Und nach außen dann wieder und hier der Punkt setzen. Und dann kann man das hier auch mehr drehen. Dann entsteht es hier mehr Drehungen. Und in diesem Fall würde ich den Unterschrift auch da oben drauf setzen, aber wenn das Bild trocken ist. Weil wenn ich jetzt mit dem Hand da mit Unterschrift gehe, dann verwischt es sich. Das wollte ich nicht. Jetzt Bild trocken lassen und wenn es getrocknet ist, dann gehen wir, dann wird das mit der Aquarellfarbe weitergemacht. So. Ist jetzt unsere Zeichnung fertig und trocken, dann können wir jetzt sehen, gibt es noch da die Bleistiftreste? Wenn ja, bei manchen Zeichnungen nicht, bei wieder habe ich hier ein bisschen mehr. Dann, bevor ich mit dem Aquarell anfange, sollte ich diese Bleistiftreste wegradieren. Ihr solltet keine Angst haben, wenn die Acrylfarbe trocken ist, da könnte nichts mehr passieren. Wichtig ist, dass wir die Radiergummireste mit dem Tuch abwischen, weil unsere Hände haben ein bisschen Fett drin. Es könnten die Fettflecken entstehen, das wollen wir nicht.
So ist es unser Bild perfekt für Aquarellmalerei vorbereitet. Und Widder ist ein Feuerzeichen, deswegen habe ich drei warme Farben ausgesucht. Ein warmes Gelb, das ist ein Cadmiumgelb, das ist richtig eine schöne leuchtende Farbe, die einen schönen Übergang hat, wenn wir das mit Wasser vermischen. Ein wunderschönes Orange, das, wenn wir Wasser nehmen, in Aquarellfarbe ist immer wichtig, je mehr Wasser, desto heller wird die Farbe. Und ein super leuchtendes Rot. Wie gesagt, zu Feuer gehört immer Rot. Rote Farbe, je weiter, je mehr Wasser, desto rosener es wird. Und wenn wir wirklich gar kein Wasser benutzen und die Farbe nehmen, dann hat das intensiven roten Ton. Und wenn wir zum Beispiel Rot mit Orange verbinden, dann haben wir ganz anderen roten Ton, der ist dann so ein bisschen Rot-Orange, auch wunderbar. Das werden wir alles für Feuerelement verwenden. Ich empfehle immer, solche Proben zu machen, dann werdet ihr wissen, wie eure Farben aussehen. Und hier würde ich auch ein bisschen mit Licht und Schatten arbeiten. Licht kommt von da, weil wir sehen wieder anhand der Linien, hier haben wir dünnere Linien, hier kommen ein bisschen dickere Linien, das heißt, hier dunkel und da hell. So, Licht von oben. Gelb ist die hellste Farbe und er kriegt goldene Hörner. Nach unten nehmen wir ein bisschen Orange. Und die Pinselführung sollte die Form von unseren Hörnern wiedergeben. Ja, so wie wir das gezeichnet haben, so können wir unsere Hörner auch malen. Und natürlich Feuer ohne Rot geht gar nicht. Deswegen machen wir hier richtig auf die Schattenseite leuchtendes Rot. Wenn wir das Ganze leicht mit Wasser verwischen, haben wir schon bei dem Papier gesehen, wird das Ganze ein bisschen heller. So haben wir in unserem Bild, hier mache ich auch noch ein bisschen Rot-Orange, dann hat unsere Widder so richtig auf den Hörner schon Licht und Schatten gekriegt. Hier würde ich nur ein wenig mit Orange arbeiten, dass wir hier die Schattenseite von anderen Hörnern zeigen. Und da an diese Seite würde ich auch noch ein bisschen Rot nehmen, weil, wie gesagt, Feuer. Ich denke, Rot passt hier hervorragend. Na, da ist ein bisschen Rot, Pinsel abwaschen, leicht ineinander fließen lassen, nicht vergessen, ein bisschen weiß zu lassen. Und hier haben wir gesagt, da sind auch Feuerelemente. Und da würde ich auch ein paar Linien so von unten anfangen und so zittrig mit roter Farbe einfach ziehen lassen. Ein wenig Orange dazu geben und das Ganze nach oben verlaufen lassen. Wie ihr seht, diese ganze Sternzeichenbilder, Motive, die sind ganz einfach gebaut und wenn wir die Regel folgen, Licht und Schatten, dann können wir wunderbare Motive, Geschenke, die schaffen, wo jeder so kreativ sein könnte und sein Bild so gestalten wollte, wie er möchte. Wie gesagt, ich mache das wirklich nach den Feuerelement, Feuerzeichen, aber ihr könnt das auch so ausmalen, wie ihr wollt. Ich bin gespannt auf eure Bilder, auf eure Fragen. Bis zum nächsten Mal. Eure Albina.